So, und damit herzlich willkommen zurück bei Dead Space 2, du mal. Also, wenn ich vorstellen darf, das ist einer meiner treuesten Abonnenten. Er hat deabonniert, also von daher, so treu ist er ja, darum, ne? Es musste einfach sein. Und ich war diesmal schlau und hab vorher mal, ausgetestet, wie die Steuerung geht. Und ich weiß jetzt sofort alles, gut. Ich bin ja richtig im Aufnahmemarathon diese Woche, das ist ja legend... Wo habe ich denn aufgehört? Wollt ihr mich verarschen? Das Ding ist riesig! Ellie, eine riesige Tentakel blockiert die Transporttür. Oh. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstofftrichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen! Ich brauche noch mehr. Kann ich auch einfach drauf schießen? Ich glaube nicht. Ich find's auch echt praktisch immer, wie gut ich immer mit dem Munitionshaushalt umgehe. Hier ist nichts. Hä? Ah! Bam, Junge! Kommt da noch eine? Eine fehlt! Hallo? Bisschen schneller! Funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns dort. Ja, wo? Da! Das sieht aus wie ein Bosskampf. Okay, Ellie, halten Sie sich bereit. Noch einer. Was? Sind Sie irre? Das ja. Ding in der Mitte? Wenn Sie das anzünden, wird alles hier drinnen abfackeln. Richtig. Sagen Sie, Strosser soll sich festhalten. Es geht los. Ich mag ihn. Er ist genauso ein Draufgänger wie ich. Allerdings, wo ist Dynamit? Da. Und da. Ich sammle erstmal. Ganz ruhig. So. Ich sammle erstmal. Ich glaube, ich brauche 5 Stück dafür. Na komm. Hallo. Muss ich das erst verballern? Wie doof ist das denn? Was ist das eigentlich für ein Vieh? Das merkt doch, dass ich da... Ja, klar, die Tentakel ist... Wo war da? Die Tentakel ist voll in den Flammen, weiß. Juckt ihn einfach nicht. Auch ehrlich, muss ich jetzt echt... Ich hab doch gesagt, der Scheiß weiß, dass ich da bin. Achtung, aus den Löchern in den Wänden kommen noch mehr. Ach ja, danke. Na klar, das wirkt einfach nicht. Komm schon. Au, Mist, verpiss dich, Junge. Das heißt, wir rein und so besser. Oh Gott. Ich mach mal erst den Blicken. Ach so. Ja. Oh Gott. Au. Ha. Voll erwischt. Und ciao. Wo ist er? Ciao. Wo hoch? Da hoch? Bin auf dem Weg! Bin auf dem Weg! Oh Gott, bin auf dem Weg! Na mach, hoch jetzt! Erstmal nachladen. Fahr! Schneller, Eddie, schneller!
Wie? Ich gehe in Flammen auf! Stünden die Dinge anders, würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als Sie, bedeutender als das Leben aller auf dieser Station. Tja, die letzten Evakuierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. So wie du. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Oh. Wir müssen den Transport stoppen. Oh, sofort. Scheiße. Ah. Ist das eine Drecksau? Er hat die Station geteilt. Keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Bringen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es. Schnell. Die Ishimura. Wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie auf Stross auf. Die Idee gefällt mir irgendwie nicht so. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Ja. Warten Sie es ab. Mein Kopf ist voller dämlicher Ideen. Hä? Was mir jetzt auffällt, warum hat sie so einen Lebensbalken, der an ihrem Outfit befestigt ist? Also bei dem Anzug hier kann ich es ja verstehen, aber... Oh Mann! Warum muss ich immer die Feuer aus den Kastanien holen? Hallo? Hallo? Oh ey, er ist blendet und er ist blendet immer noch. Links oder rechts? Ich geh mal nach links. Ich weiß, was kommt. Das rieche ich meilenweit. Hä? Hier kommt doch was. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay. Wer nicht will, der hat schon. Okay. Ich find's aber gut, wann ich mal meine Aufnahmepausen mache. Immer in den beschissensten Momenten. Oh Gott, da flüstert jemand. Wieso spiele ich in letzter Zeit nur Spiele, wo mir immer ins Ohr geflüstert wird? Kapitel 10. Und zurück zu Kapitel 9. Habe ich das aufgehoben? Müsste ich. Ich glaube, müsste ich. Ellie, ich bin drin. In der Flight Lounge sollte ein Computer sein. Ich kann den Status des Schiffs von dort aus checken. Sind Sie okay? Nein. Sie klingen ein wenig nervös. Ja, als ich das letzte Mal hier war, lief es nicht so gut. Ich melde mich bald wieder bei Ihnen. Jetzt, wo er sagt, ich erkenne die Stelle. Ich will nicht hier sein. Schlechte Erfahrung. Und so. Impulsprojektile. Ja, das ist... Hauptsache Munition. Ich brauche irgendwie Munition. Oh, muss ich da wirklich rüber rein? Ich schieße euch mit Klebeband ab. Habt Respekt. Aber nach mir war hier noch jemand. Credits. Speicherpunkt. 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 Speicher noch.
Mein Gott, was ist denn ein Problem? Kapitel 9. Mama, machen wir mal hier oben wieder. Aber müsste ich eigentlich hier nicht schon alles ausgerottet haben? Gerade weil es ist ja alles zugeklebt. Das heißt, da ich innen drinne ich schon alles erledigt habe, muss eigentlich hier nichts mehr sein. Ah, warum komme ich hier überhaupt mit Logik? Da kommt gleich jemand durch. Bam, bam, bam. Man braucht dieses Gerät mal, wenn man einen Umzug startet. Ich meine, danach ist zwar nichts mehr heile, aber es geht fix. Mama! Ich meine, hey, Aliens. Ein Textlog. Und sie flüstert wieder. Ich habe keine Ahnung, wer eine ganze Rolle Klopapier braucht, um sich den Arsch abzuwischen. Aber wenn ich denjenigen erwische, reiße ich ihm den Arsch auf. Dass das fünfte Mal in dieser Woche ist, irgendein Vollpfosten die Klos hier drinnen verstopft hat. Wir sind im All, Herrgott. Wenn die Leitung hier in den Bach untergehen, muss jemand da raus und einen Helm voll Scheiß einsammeln. Und das sauber zu machen. Hört auf damit. Der Verstopfer. Das hat mich gerade seelisch weitergebracht. Halt's Maul! Energieknoten. Alter! Missy. Da ist nichts außer Klopapier. Das auch nichts. Das auch nichts. Verpiss dich. Oh, dieses Geflüster, ne? Oh, das ist so widerlich. Medipack. Audiolog. Dolan, Heidrun hier. Du hörst wirklich nichts, wenn du die Toiletten putzt. Ich schwöre, dass ich in jeder Schicht etwas in den Wänden höre. Sowas wie ein Kratzen. Wenn ich still stehen bleibe, hört es auf. Wenn ich mich wieder bewege, wartet es ein bisschen und macht dann weiter. Heute folgte es mir direkt unter meinen Füßen, als ob es mich belauert. Ich ertrage das nicht, Mann. Dieses Schiff ist verflucht. Es ist ein böses Omen, dass es hier ist. Ich beantrage meine Versetzung. Oh, und das solltest du auch. Ein Klo-Monster also. Ich sehe hier nichts. Das heißt, wir gehen hier raus. Verschlossen? Aber ich kann doch nur da lang, oder? Ne, da ist auch eine Tür. Oh Gott. Oh Gott. Oh, halt doch einfach auf zu flüstern. Oh, Alter. Scan. Schadensbericht. Schwerkraft und Lebenserhaltungssysteme auf Notreserve. Primärsysteme offline. Hauptzentrifuge ist aufgrund von Reparaturarbeiten offline. Scheiße, das habe ich mir gedacht. Was? Die Schwerkraftzentrifuge wird repariert. Ich muss runter zum Maschinendeck. Das könnte interessant werden. Ist es sicher? Nein. Ich wüsste nicht wie, aber ich werde sie wissen lassen. Alter, ist das widerlich. Hört das Geflüster, so dieses Isaac. Und jedes Mal, wenn du irgendwo gegenläufst, bewegt sich der Scheiß auch noch. Thank you.
Ich habe gerade fast kein Wort verstanden, außer Blut und Leichen, aber das hat mir schon gereicht irgendwie. Da kommt doch gleich was. Kannst du nicht erzählen, dass hier alles leer ist? Das Spiel wird mich in Sicherheit wiegen, aber nicht mit mir. Nicht mit mir! Hey, willst du mich verarschen? Alter, hier ist nichts. Alter, wenn hier nicht bald auch nur ein einziges Monster kommt, ich gehe keinen Schritt weiter. Impulsprojektile. Na, mal auf! Credits. Was haben wir noch hier? Die Bank auf jeden Fall. Mal gucken, was man so schönes basteln kann, würde ich sagen. Ja, mein Impulsgewehr brauche ich schon fast gar nicht mehr verbessern, oder? Kapazität, nachladen. Punktgewehr, Rick. Kriege ich irgendwie ein bisschen Luft dran? Schallkreis wurde bereits überbrückt, okay. Ich schau mir einfach mal ein bisschen Luft ran. Machen wir so. Okay. Das Stasi-Modul brauche ich fast gar nicht. Harpunengewehr. Tempo erhöht. Schaden erhöht. Nachladen erhöht. Laserkanone. Da ich die Schaden erhöhen muss. Kann man sogar gar nicht. Strahlenkanone. Breite? Aber sie. Oh Gott, ich habe was falsch gedrückt. Nein, 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 nein. So. Ich glaube, nachladen auch und den Rest lasse ich dann erstmal. So haben wir erstmal wieder gebastelt ein bisschen. Und ja. Alter, wieso kommt hier nichts? Hilfe! Die Atmosphäre ist erdrückend. Ist hier was? Oh, Credits! Yay! Ich bin mir... Alter, ich höre in jeder Wand ein Geräusch. Jeden Speicherpunkt ausnutzen. Das trotzdem kennen wir schon. Ich will hier einfach nur raus. Alter, ich bin froh, wenn ich aus diesem Areal wieder raus bin. Wo gehe ich am besten lang? Ich gehe da hinten lang. Ich gehe definitiv da hinten lang.
Plötzlich fühle ich mich doch da hinten sicher. Wo muss ich denn überhaupt lang? Gut, denke ich da hinten lang. Definitiv. Siehst du, genau deswegen. Ah, meine Munition. Und? Gordon? Hedwig hier. Warst du in der letzten Schicht hier? War überhaupt jemand hier? Schätze, jetzt bin nur noch ich hier unten. Als letzte Nacht die Lichter ausgingen, habe ich mich verirrt und fiel eine Rampe runter. Vielleicht hat mich auch jemand gestoßen. Meine ganze linke Seite tut weh, mein Sprunggelenk ist geschwollen. Seid ihr bestimmt nicht hier unten? Ich höre was in der Nähe meines Spins. Scheiß drauf! Ich gehe nach oben und komme nie wieder hierher zurück! Das ist der erste vernünftige Vorschlag, den ich überhaupt hier mal gehört habe.